Die Menschen haben fast kein Verständnis für die Wirkungen, die sie auslösen, wenn das persönliche Selbst Empfindungen der Erregung, des Ärgers, des Hasses, des Neides, der Eifersucht, der Kritik oder der Verurteilung aussendet. In jedem Einzelnen stellt die Gefühlsseite der menschlichen Natur die weibliche Tätigkeit des Bewusstseins dar. Das Denken ist die männliche Tätigkeit des Bewusstseins. Ein Gedanke wird im äußeren Leben erst aktiv tätig, wenn er durch den Empfindungsleib geht. Das Gefühl verdichtet sich auf dem Gedankenbild, auf dem atomischen Stoff der äußeren Lebenstätigkeit. So empfängt der Gedanke auf seinem Wege durch den Empfindungsleib ein Kleid. Von da an ist er als selbstständiges, lebendiges Wesen außerhalb des Bewusstseins des Menschen vorhanden.